Also erstmal ist es ein Sport, das hält dich fit. So, es ist geil, wenn du in der Uni warst oder von der Arbeit kommst, du hast den Kopf voll und du gehst dann nach Skaten, weil das Einzige ist wie Sport, du kriegst den Kopf davon frei. Du konzentrierst dich nur auf das und auf nichts anderes. Zweitens ist es Leute kennenlernen. Du weißt du auch manchmal, du gehst auch zum Sport und chillst da ab oder und skatest vielleicht gar nicht, aber du lernst ja voll viele Leute kennen so irgendwie, weil es halt auch immer, weil man vielen Gruppen unterwegs ist und so weiter und irgendwie grüßt man sich da und so weiter, man lernt halt viele Leute kennen. Spaß sowieso, auch irgendwie nicht ernsthaft skaten, irgendwie man dorkt da so ein bisschen mit seinen Kumpels ein bisschen rum und macht irgendwie aus Jux und Dollerei ein paar Tricks, probiert irgendwas Neues, das ist einfach super Spaß. Das ist so das, was es mir gibt. Es ist einfach, wie soll man sagen, ich wüsste gar nicht mehr, wie ich mein Leben gestalten würde, wenn ich das nicht mache. In jeder Stadt sind die Skater irgendwo anders und für jeden Skater hat jede Stadt irgendeine bestimmte Bedeutung und jeder erlebt alles irgendwie anders. Aber in erster Linie ist Skateboarding in Berlin für mich ein bisschen schnörkelloser als das, was ich zumindest in der dänischen Hauptstadt erlebe. Es ist weniger durchgestylt, würde ich sagen. Also so, du hast eine andere Kaufkraft in Dänemark und du hast die Leute sind einfach noch mehr oberflächenbewusst, als was sie hier sind. Und hier ist es, könnte man mit einer romantischen Brille sagen, auf jeden Fall noch ein wenig roher, ein wenig echter, wenn man so sagen will. Naja, Berlin ist halt aus dem Grunde interessant zum Skateboardfahren, weil hier eine ganz neue Raumsituation gewissermaßen vor 20 Jahren entstanden ist. Es ist ja die Mauer gefallen. Und ich glaube, dass gerade in Ostberlin, wo ja extrem viel Raum und Platz und Fläche zur Verfügung stand, irgendwie einfach Raum und Fläche auch für junge Menschen irgendwie entstanden ist, der rege genutzt wird, weil die Leute, die nach Berlin kommen und denen ich auch nahelegen würde, nach Berlin zu kommen, einfach hier die Möglichkeit gegeben wird, ja, ist platt gesagt, sich zu entfalten. So. Also es gibt hier eine ausgesprochene Do-it-yourself-Kultur. Es wird den Leuten gewissermaßen auch von der Infrastruktur leicht gemacht und ermöglicht, sich auszuleben oder Potenzial aus dem, was sie haben, zu schöpfen. Und das wäre auch auf jeden Fall ein Argument für mich zu sagen, warum wohnst du nicht in Berlin? Berlin ist einfach diese Atmosphäre. Und wenn man zum Beispiel an die Bänke geht, dann wird bei jedem Trick geklatscht, dann wirst du einfach gepusht. Oder jeder kennt die Spots irgendwie aus Videos. Kann einschätzen, wer sieht nur ein Video und kann einschätzen, wie hart jetzt sein Trick war. Weil jeder, der den Spot kennt, weiß, welche Entfernung, welche Höhe das ist und was da schon gemacht wurde. Wenn du jetzt irgendein Pissdorf bist, du weißt, vor allem hast du die großen Häuser im Hintergrund. Also filmtechnisch ist es halt einfach, kommt mehr rüber, als wenn du irgendwie so eine Bordsteinkante in deinem Pissdorf fährst. Obwohl es an sich vielleicht hier die gleiche Höhe ist, der gleiche Spot, der gleiche Trick, aber es sieht einfach besser aus.
Ich würde sagen, die Skater-Szene hier in Berlin, die ist echt, die sind alle ziemlich close so. Also die Leute sehen sich oft, die sehen sich häufig, dadurch, dass sie ein bisschen enger, dadurch, dass sie nahe zusammenwohnen und dass man auch überall schnell mal mit dem Fahrrad hinfahren kann, so, weißt du? Für die Skate-Szene macht es das einfach positiver, dass man sich hier einfacher, easy sehen kann. Wie gesagt, es kostet nicht viel so, da sind keine Leute irgendwie, stehen außen vor, aus finanziellen Gründen oder was weiß ich. Ja, das ist es. In ganz Deutschland ist was los, aber in Berlin sind die ganzen Teams, weißt du, ich meine, die ganzen großartigen Skateboard-Teams aus aller Welt, sage ich mal so. Die wollen hierher und es ist ja nicht nur fürs Skaten das Mecker, ne? Da wird jeden Tag eine neue Baustelle eröffnet und jeden Tag ein neuer Spot fertig gemacht. Ich glaube, da findet man immer was zu skaten. Ich hoffe nur, dass das so alles funktioniert für jeden, ne? Dass alle hier glücklich werden und nicht irgendwann abgefuckt sind, ne? Best cities to skate in Europe or in the world, actually. It's one of those great cities that's really big and has so much different architecture. There's just endless possibilities to find new things to skate. So in Berlin, people were super cool and just like naturally nice and yeah, let's go skate, no big deal. People are happy to have new people around, I think, and that's a good thing. Skate-Lifestyle fahren bedeutet irgendwie für mich, naja, morgens aufstehen, irgendwann irgendwas frühstücken, dann irgendwann raus, irgendwann Skateboard fahren, das den ganzen Tag lang mehr oder weniger mit Freunden abhängen, abends Bierchen trinken und irgendwann mehr oder weniger spät nach Hause gehen, nüchtern oder betrunken. Ja,
das ist ja das Schöne eigentlich am Skateboardfahren. Du hast keinen Trainer, du hast absolute Freiheit, aber es ist natürlich total langweilig, irgendwie alleine zu skaten. Deswegen tust du mich eigentlich immer, wenn irgendwie jemand da ist mit irgendwelchen Leuten. Ich weiß noch, früher in der Kleinstadt, wo ich herkomme, war es problematisch. Da gab es halt nur eine Handvoll Skater. Aber trotzdem hat man sich immer irgendwie gefunden. Und es war klar, dass man zusammen skaten geht, egal wie gut oder schlecht jemand ist. So. Spielt gar keine Rolle. Die Zugehörigkeit ist da, glaube ich, eher irgendwie zur Subkultur wichtig. Und also meine Traumsituation ist eigentlich immer so, dass man sich mit all seinen Freunden trifft und scheißegal, was passiert so, dass man halt einfach gute Zeit miteinander verbringt so. Und das ist eigentlich auch meistens der Fall. Ja, das ist Lifestyle. Also ich meine, für mich ist Skateboarding einfach, wenn ich Freizeit habe, ich nehme mein Board auch als Fortbewegungsmittel, um irgendwo hinzufahren, so, weißt du? Und ich habe es irgendwie immer dabei, weil vielleicht habe ich ja irgendwie eine halbe Stunde den Bock zu skaten. Und wenn es nur den Berg runterfahren ist und wenn es nur einen blöden Ollie über einen Gully ist, so, weißt du? Oder vielleicht triffst du dann irgendwie abends einen und dann wollt ihr spontan irgendwas noch machen, so. Irgendwie das ist das, so. Irgendwie ist viel dabei, ja. Man kann auch mal alleine fahren, aber auch nur, um die Freunde dann später mit neuen Tricks zu beeindrucken, die man irgendwie heimlich gelernt hat, so. Aber das war's auch. Also, auf Dauer ist das nichts. Das ist ein Gemeinschaftssport. Mit alten Kumpels, die man schon seit Jahren kennt, mit denen man zusammen aufgewachsen ist, mit denen man zusammen angefangen hat zu skaten, nach wie vor ein bisschen kindlich zu sein. Und es geht einfach darum, mit Kumpels eine gute Zeit zu haben. Mit Sicherheit beim Skaten auch darum, dass man besser ist als der andere. Ja, das ist schon irgendwie wichtig, das ist der Antrieb, der überhaupt dahinter steckt, denke ich mal. Wie sich das ganze Leben beziehen lässt, man will sich ja immer irgendwie beweisen. Und nur wer sich beweisen kann, kommt irgendwie weiter und so ist es halt beim Skaten auch. Ganz im Gegenteil, also, du hast ja selbst den Fahrer, der jetzt am besten meinetwegen abgeschnitten hat, der jetzt schon irgendwelche Tricks gemacht hat, der sieht einen anderen Fahrer, der meinetwegen geilere Tricks macht. Das ist auch immer subjektiv, ob die Tricks geiler sind oder nicht. Aber der gibt ja auch Applaus, der denkt sich ja auch, wow, geiler Trick. So, das ist keine Competition, das ist mehr so Verbindung oder Verbundenheit, die Skater untereinander haben. So. Also weniger Konkurrenz, sondern eher Verbundenheit. Aber ich finde, Wettkämpfe sind einfach gut, weil man trifft halt all seine Freunde wieder und all seine einen Bekannten, die man jetzt nicht in Berlin sieht, weil man ja irgendwie durch die Jahre und die ganze Zeit irgendwie super viele neue Freunde kennengelernt hat. Und man sieht sich dann immer an dem Wochenende so. Genau, an dem Wochenende und hat einen halben Spaß zusammen. Die Erfahrung zeigt, und das sollte jeder sich vielleicht mal als Musterbeispiel für andere Art des Wettkampfes angucken, wie auf Skate-Contests einfach die Leute, die gegeneinander fahren, sich trotzdem gegenseitig anfeuern und sich gegenseitig freuen, irgendwie, wenn der eine einen krassen Trick gemacht hat. So. Großartig, dass das Skateboarding mehr oder weniger ins öffentliche Bewusstsein befördert wird, auf eine ganz neue Art und Weise durch die Medienentwicklung, durch den Konsum von Internet. Es hat eine Wertigkeit und es macht es natürlich viel breiter zugänglich, als es bis anno dato war. Voll wichtig, voll wichtig. Ich sehe das, ich glaube, das ist sogar die Zukunft. Ich glaube, weißt du, Firmen, die produzieren Videos und die bringen alle 2 Jahre ein Video raus. Ja, das ist eine große Produktion, die filmen mal 2 Jahre ran. Aber ich glaube, es ist viel interessanter für den Zuschauer, wenn du aktuelle Footage, aktuelle Tricks, die erst vor 2 Tagen gemacht wirst, die siehst du im Internet oder die kannst du dir sofort angucken. Du siehst, alles klar, gestern hat Yannick Schall den Trick, die und die Treppe runter gemacht. Du denkst dir nur, wow, du bist aktuell am Geschehen beteiligt. So. Und du siehst vielleicht auch irgendwie, oh, es gibt jetzt mittlerweile den und den Spot in der Stadt. Wow, geil. So. Also es ist auch rein von den Informationen her sehr viel interessanter. Es gibt im Prinzip einfach keine Nicht-Aktualität mehr. Alles wird sofort verbreitet und ist abrufbar. Und ich glaube, dass die Kids, der Nachwuchs, wird schon dafür sorgen, dass es halt einfach populärer wird. Und
da muss man sich auch als Älterer zurücknehmen und sagen, gut, das ist eine Entwicklung, die kann ich vielleicht nur noch beeinflussen, aber nicht mehr bestimmen. Und wenn die jungen Leute, die jüngere Generation sich dafür entscheidet, dass eventuell Skateboardfahren von ihnen noch weiter publik gemacht wird, und das ist natürlich auch eine Entwicklung, die sich selbst trägt, dann werde ich dem nicht im Wege stehen. I like the differences. I think the new generation are, you know, they love skating like we love skating. And of course, nowadays it's different. You know, they're gonna film each other much more, either with their phones or their small cameras. It's always gonna be, you know, blogged or Facebooked somehow, or, you know, they're really into the media. But I would have done the same if there was the technology, you know. Back then, we just skated, we didn't film anything or shoot pictures. It was maybe once every 6 months. So the other side is maybe skateboarding was more mainstream, is more mainstream now than when I was skating. It was much more core, nobody really liked it and all this, but it doesn't really bother me in any way. Andersrum ist aber auch, hat dieses Medium und die Verbreitung des Bildmaterials von Skateboarding durch Internet und aber auch durch diverse Magazine irgendwie dazu beigetragen, dass alles noch mehr in Szene gesetzt wird. Also es ist so, das Skateboarding außerhalb der Kamera sieht einfach anders aus als das, was du durch die Kamera siehst, auf Video. Und es vermittelt auch eine andere Wirklichkeit. Und diese andere Wirklichkeit ist schön, sie ist verlockend und sie ist vor allen Dingen verführend. Und zugleich natürlich aber auch inspirierend. Das ist eine Krux. Also es ist schlecht, oder es ist nicht schlecht, aber es ist halt genauso irreführend, wie es auch bereichernd ist. Aber insgesamt ist es einfach so, dass man sich schon freut, wenn irgendein anderer Skater sagt, ey, hier, ich habe das von dir gesehen, das fand ich cool und so. Das ist schon, dafür macht man es eigentlich mehr oder weniger. Das finde ich, das begeistert mich eigentlich noch, da zu machen sozusagen. YouTube ist klar schon wichtig, das ist ja die Website, die eigentlich ja, zeigt, was im Skateboarding gerade geht, was neue Trends sind an Tricks. Und dadurch ist man natürlich immer up to date und jeden Tag werden Hunderttausende von neuen Clips hochgeladen und das ist einfach eine komplette Überflutung. Man guckt sich einen Clip an, findet ihn entweder gut oder scheiße, aber es bleibt nicht im Kopf. Und zum Beispiel früher, vor 12 oder 15 Jahren, als wir angefangen haben, da war es so, da hat einer von den Kumpels ein neues Skate-Video gehabt und dann hat man sich das 50 Mal am Tag angeguckt, 30 Mal kopiert und weitergegeben an Freunde, weil es hat immer ein halbes Jahr gedauert, bis mal vielleicht wieder ein gutes Video rauskam. Und es hatte einfach viel mehr Wert, das Ganze. Und durch YouTube wird dieser Wert von Skateboard-Footage halt ein bisschen zunichte gemacht. Dadurch, dass es so groß ist, hast du einfach in alle verschiedenen Richtungen, kannst du dir richtig schön was aussuchen. Du hast einfach so ein großes Angebot, du kannst so viel was machen. Berlin hat einfach ein Angebot. So. Berlin schläft nicht, das ist Berlin. Also hier geht einfach viel Action ab. In ein paar Jahren, ich meine, wir sind alle so 25, 26, mit 30, 32. Es gibt viele, viele Leute, die noch immer skaten in dem Alter, warum auch nicht?
Sache ist echt wuppig. We'll be right back.